So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich bin sehr süchtig und ich habe wirklich, mir kitzelt es in den Fingerspitzen weiterzuspielen. Ich hätte auch am liebsten Offstream weitergespielt, aber ich dachte mir so, nee, das bleibt ein Projekt, wo wir auf jeden Fall straight am Ball bleiben, was mit den Folgen, was die Folgen angehen und die Streams. Alter, ich bin durch. Es tut mir leid. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil und damit, let's go. Ist Olaf jetzt in sein Haus zurückgegangen? Wo er putzt, okay. Na, das muss auch mal sein. Hausputz muss sein. So, wir machen jetzt hier einfach mal einen Weg lang. Ey, das sieht wunderschön aus. Krass. Nee, doch. Also klar, man sieht jetzt hier so ein bisschen im Profil, da sind so Ecken und Kanten drin. Aber an sich ist dieses mit dem Schotterweg schon geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, wir müssen Quests machen, weil ich brauche Reputation. Ich habe nämlich, warte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich, genau, keine 100. Und ab 100 können wir erst wieder sagen, dass wir den nächsten Dude bei uns in die Siedlung holen. Weil Olaf ist echt scheiße. Aber er sorgt jetzt dafür, dass wir was zu knabbern haben. Hier vorne sind Fässer. Ist da was drin? Kann ich die looten? Haferkorn. Das ist ja nice. Pflaumenbaumsetzling. Ja. Ja. Natürlich. Ich will Pflaumenbaum pflanzen. Geil. Da vorne ist ein Bison. Natürlich sehr viel Fleisch. Aber ich glaube, ich könnte das killen, aber ich brauche, glaube ich, mehr Speere. Bräuchte mehr Speere. Leg mich gleich wieder mit den größten Viechern hier an, ey. So, okay, Bison. Ich hoffe, ich brauche nicht so viel Speere für das Ding. Der killt mich. Er killt mich einfach. Schade, okay, also ich hab gelernt, okay, Bison, Holzspeere ist jetzt nicht so die beste Idee. Ich darf mich anscheinend noch nicht mit den großen Viechern anlegen. Oder überhaupt mit irgendwelchen Viechern. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich ja bei einem Wolf gestorben. Oder Banditen. Es gibt ja auch jetzt Banditen in dem Spiel. Die könnten ja auch kommen und Stress wollen. Ich glaube, die sind nochmal eine Nummer härter als ein Jagdgebiet entdeckt Wolf. Jetzt müssen wir aufpassen. Bleib mal auf dem Weg. Hier gibt es nochmal einen Karren. Was gibt's hier? Leder. Steinmesser. Pelz. Ach da. Cool. Ja, diese kleinen Loot, die kleinen Loot-Sachen hier, die finde ich schon geil. Ich würde es ein bisschen krasser finden, wenn da immer was anderes drin ist und das nicht so gescriptet, also sowas Zufälliges, ne? Der wird natürlich wieder geskippt, hart geskippt. Alter, was der alles zu sagen hat, ne? Reputation ist auf jeden Fall gestiegen. Auf 79, okay. Also die Third Person, die neue von dem Game hier, die hilft auf jeden Fall beim Ressourcenfinden. Man hat einen viel besseren Überblick über den ganzen Bums hier. Hier gibt es eine Kiste, Truhe öffnen. Bronzebarren 2, okay. Und eine Münze, du trägst zu viel. Na gut. Es geht noch. Oh lol. Das sieht aus wie ein Banditenversteck. Das sieht aus wie ein Banditenversteck. Okay. Nice. Ist auf jeden Fall neu. Nie im Leben hättest du das gefunden. Natürlich. Hallo? Achso, okay. Das verbraucht sich dann. Und ist dann wahrscheinlich irgendwann wieder ready. Verstehe.
Ist eigentlich ein cooles Game. Das Kaninchen war jetzt, also das wollte von mir geschlachtet werden. Das saß einfach da und hat gedacht, hier komm, nimm mich mit. Nehmen Sie mich doch mit. Irgendwo da vorne müsste mein Dorf sein. Wenn man jetzt nicht sieht, weil es nicht in Renderdistanz ist. Schade. Ich will so ungern Ressourcen abwerfen. Das heißt, wir müssen jetzt da wirklich hinlaufen. Ah. Ich werde sicherlich irgendwann auch jemanden einstellen können, der Ton besorgt. Aber ich glaube, dass die gar nicht zu den Tonvorkommen hinlaufen, sondern dass das irgendwie generiert wird. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine Jagdhütte und hier wohnt er. Ne? Guten Tag, hallo. Aufstehen, ich habe eine Quest abzugeben. Hier, zuhören. Entspann dich mal. Genau. Skip. Gib mir meine Reputation. Du kleiner Bastard. Und ich habe versucht, ihn anzuzünden. Verwaltung, Reputation 129. Das heißt, safe können wir morgen sagen, okay, wir holen uns einen neuen Dude dazu. Vielleicht einen, der besser jagen kann als Olaf. Und Olaf, lass mal irgendwas anderes machen. Oh ja! So, die Krähe war sehr beeindruckt von meiner Flamme. Flamme an! Wie gesagt, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Als ich das letzte Mal gespielt habe, gab es hier die Hälfte an Sachen. Also ich habe das wirklich kurz nach Release gezockt und war ein bisschen enttäuscht. Also ich fand es geil, ich fand die Idee geil. Ich habe das auch gezockt, bis ich an dem Punkt war, wo es halt keinen Content mehr gab. War ein bisschen enttäuscht, dass das schnell erreicht war. Und dass so viele Sachen noch nicht funktioniert haben. Ja. Ich hoffe halt, was mich damals geärgert hat, ist, dass ich kein Gebäude bauen konnte, wo jemand automatisch, also ein Bewohner von mir, automatisch mit einem fahrenden Händler agiert. Dass ich sagen kann, okay, hier, da ist eine Kiste. Und in diese Kiste tue ich Sachen rein, die wir überproduzieren. Und die du als Handelsposten verkaufen sollst an den fahrenden Händler, wenn der vorbeikommt. Oder an Leute, die vorbeikommen. Oder irgendwas, keine Ahnung. Weil einfach nur, es ist ja einfach nur eine Funktion im Spiel. Ich packe was in die Kiste und das wird mit der Zeit verkauft. Ich bekomme irgendwann Kohle raus. Und das hätte ich mir gewünscht. Weil ich musste dann irgendwie mit 200 Kohlköpfen komplett überladen in das nächste Dorf laufen. Und das hat halt genervt. Genau die hier, die hat nämlich Jagen 3. Drogomira. Hello there. Sehr gut, Drogomira ist jetzt bei uns. Gucken wir mal kurz in die Verwaltung. Wie alt ist sie denn? Sie ist 23. Ey, die ist ja ideal für Olaf. Ideal, guckt euch die Werte an. Die hat 3 in Jagen und 3 in Feldarbeit. Die ist mega kompetent mit 23. Oder? Die hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Kinderarbeit ist verboten, aber sie hat's gemacht. Jetzt könnte ich jetzt hier sagen... Nee, hier bin ich drin. Hier lebe ich ja drin. Ich will hier keinen Untermieter haben. Raus mit der. Olaf. Bist du sicher, dass du diese Familie in ein neues Haus umziehen lassen? Ja. Jetzt lebt sie bei ihm. Wenn die jetzt heiraten oder wie läuft das ab? Keine Ahnung, jetzt lebt sie auf jeden Fall bei ihm. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie glücklich ist sie damit. Wenn Olaf ihr vielleicht ein Geschenk macht. Ja, das müssen die jetzt mit sich auskaspern, ne? Also ich bin jetzt raus. Ich habe die beiden zusammengebracht. Ich bin sowas wie Tinder fürs Mittelalter. Ich habe die beiden zusammengebracht. Jetzt, was sie draus machen, das ist jetzt ihr Ding, ne? Es macht schon Sinn, so eine zu nehmen hier, ne? Wo man vorher scannen kann, was sie alles so kann. Bertha. How is life treating you? Romantik. Du bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Warte mal, wie alt ist du, Bertha? 26. Oh, das gefällt mir. Was hatte ich hierher verschlagen? Oh, Zuneigung plus 5. Das Land, dessen Boden, um genau zu sein,
Ich wollte einen Ort finden, an dem ich mich selbst versorgen kann, unabhängig. Okay, also sie braucht jetzt, wir sind jetzt am Limit. Das heißt, ich komme morgen nochmal, Huberta. So, ich muss auf jeden Fall meinen Questtyp finden. Aber die Kinder sind auch mega süß, ne? Ottmar! Olga! Geil! Ich will auch so einen kleinen Pupser. Ja, komm, skip jetzt den ganzen Text, Alter. Du wirst aber auch zugetextet hier in dem Game. Wollt ihr, dass ich das lese? Nee, ich glaube nicht. Habe ich irgendwas bekommen jetzt dafür? Ein bisschen Reputation. 10. Aber Gebäudelimit ist immer noch bei 5. Was brauche ich jetzt alles? Auf jeden Fall einen Brunnen. Muss mal gucken, wo bauen wir den Brunnen hin. An so einer zentralen Stelle, sage ich mal. In der Nähe vom Lager, würde ich sagen. Also da, wo ich jetzt so ein bisschen die Gebäude hinbaue für, wie soll ich sagen, wo halt mindestens einmal am Tag jeder Dorfbewohner dran vorbeiläuft, weil er da Sachen zu tun hat. Also so ein bisschen so Dorfzentrum-mäßig. Muss mich mal kurz waschen. Bin zu dreckig. Mal einen Stamm brauche ich noch. Brunnen. Neues Gebäude freigeschaltet. Einfaches Haus. Lol. Hä? Ja, ich habe doch schon ein einfaches Haus. Ach so. Einfaches kleines Haus und ich habe jetzt ein einfaches Haus freigeschaltet. Beim Brunnen arbeitet jetzt keiner. Es könnte Olafs neuer Job werden. Olaf tauscht hier einmal durch. Er macht irgendwie alles einmal. Ich brauche die Pflaumenbäume. Geben Sie mir die Pflaumensetzlinge. Dann pflanze ich die Pflaumenbäume einfach hier vorne an den Fluss. Pflaumensetzling. Top. Ah, sehr gut. Das wollte ich doch haben. Nahrungsmittellager ist doch super. Das können wir nämlich gleich da vorne hinsetzen. Und dann werden die Sachen aus dem, die wir beim Jagen erwirtschaften, da gleich da reingetan. 2 Holzstämme brauche ich nur dafür, lol. Okay. Das wird wieder ein umfangreiches Gebäude. Nahrungsmittellager ist abgeschlossen. Jetzt können wir hier ins Nahrungsmittellager Nahrungsmittel reinwerfen. Die dann von unseren Bewohnern abgeholt werden. Top! Wir haben jetzt einen Vorteil, dass die aus der Jagdhütte, alles was aus der Jagdhütte kommt, also an Lebensmitteln, was sie erjagt, unsere, wie heißt sie noch gleich? Drogomira, alles was sie jagt, wird ins Lebensmittellager gebracht. Und von da aus können sich das die Leute holen. Und alles was Olaf jetzt an Brennmaterial oder auch an Holz hackt, es kommt ins Materiallager, genau. Deswegen hat er gar keine Wände. Ist gut. Spare ich mir das. Okay, Werkstatt abgeschlossen. Gut, dann gucke ich jetzt selber erstmal. Eimer. Braucht 2 Bretter. Okay. Ich werde jetzt erstmal in der Technologie den Eimer freischalten. Okay, ich habe ein paar Bretter hergestellt. Müsste mal ein bisschen was verkaufen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe jetzt schon echt viel Leder und Pelz. Ich müsste davon mal was verkaufen, damit wir... Entschuldigung.
damit wir solche Sachen erforschen können wie Bogen und so, damit ich einfach besser jagen kann, damit ich mehr Geld mache. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Medieval Dynasty hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben Progress betrieben. Wir haben drei neue Leute ins Dorf geholt. Genau. Oder hatten wir die Jägerin schon vorher? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir neue Gebäude gebaut. Wir haben neue Sachen freigeschaltet. Wir haben einen krassen Bogen gefunden. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.